Hallo und herzlich willkommen hier zurück in der Fußballzentrale und heute starten wir rein mit meiner Vorschau zum 18. Spieltag der Bundesliga. Die Bundesligisten sind mehr oder weniger gut durch die Winterpause gekommen, muss man ganz ehrlich sagen. Bei einigen wird man auf jeden Fall auch eine Leistungsexplosion erwarten können, bei anderen denke ich aber auch, dass ein Leistungsverfall nicht ganz ausgeschlossen ist. Und auch Corona wird ein präsenteres Thema, als es lange war. Werfen wir jetzt aber mal einen Blick auf die neuen Partien, die uns hier am 18. Spieltag erwarten. Da sind auf jeden Fall wieder ein paar sehr, sehr interessante Matches dabei. Natürlich auch sehr schwer zu sagen, wie die Mannschaften jetzt aus der Winterpause wirklich kommen. Dementsprechend auch schwer zu tippen. Dennoch würde ich sagen, wir fangen einfach mal an mit dem ersten Spiel. FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach. Und hier kann man wirklich von einem Duell der Gegensätze sprechen. Die Hinrunde für die Münchner gelaufen, wie man sich's nur wünschen kann. Erster Platz in der Tabelle. Ein guter Vorsprung hier vor den Dortmundern. Also da läuft wirklich alles richtig gut. 9 Punkte Vorsprung haben sie. Wiederum die Gladbacher, muss man ganz ehrlich sagen, eine Hinrunde zum Vergessen. Nur Platz 14 nach 17 Spieltagen. Das ist natürlich überhaupt nicht der Anspruch der Gladbacher. Jetzt noch die Abgänge von Ginter und Zakaria. Die Vorzeichen für Gladbach sehen eigentlich nicht so gut aus. Allerdings kann man die Gladbacher als sowas wie den Angstgegner der Bayern bezeichnen. In den letzten 10 Jahren hat keine Mannschaft so häufig gegen die Bayern gewonnen in der Bundesliga als die Gladbacher. Wenn das mal kein gutes Omen ist und dazu kommt auch noch, dass Corona-bedingt bei den Bayern wirklich ein großer Teil der Mannschaft ausfällt. Das ist eine richtige B, wenn nicht sogar CF, die da antritt. Man darf sich aber auch hier kein falsches Bild machen. Offensiv ist das immer noch gut. Lewandowski ist dabei, Müller ist dabei. Das ist stark. Nur die Verteidigung, da muss man wirklich gucken, da fehlt den Bayern schon einiges. Dennoch denke ich, dass das der perfekte Zeitpunkt für die Gladbacher ist, um gegen die Münchner zu spielen. Dementsprechend mein Tipp für das Spiel, 3:1 für Borussia Mönchengladbach und somit direkt zum Start der Rückrunde eine Niederlage für die Bayern. Kommen wir also jetzt zum ersten Spiel am Samstag. Bayer Leverkusen trifft hier auf Union Berlin und auch das ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Spiel. Ich denke, als Union-Anhänger kann man mit der bisherigen Saison wirklich komplett zufrieden sein. 7. Platz, punktgleich mit dem 6. Also ich glaube, das hätte ich vor der Saison auf jeden Fall nicht getippt. Dementsprechend, ich denke, damit kann man sehr, sehr zufrieden sein. Auf der anderen Seite die Leverkusener meiner Meinung nach fast schon ein bisschen enttäuscht. Ich hätte ein bisschen mehr erwartet von ihnen. Nur in Anführungsstrichen Platz 4, ein Punkt aktuell hinter den 3. den Freiburgern. Dementsprechend, ich hätte ein bisschen mehr erwartet. Sie sind halt einfach noch nicht so ganz konstant. Klar ist aber auch, es ist halt auch eine sehr, sehr junge Mannschaft. Interessant ist dabei die Statistik, dass Union Berlin seit 3 Spielen gegen Leverkusen tatsächlich ungeschlagen ist. 2 Remis und 1 Sieg dabei. Also man kann fast davon reden, dass Union hier ein bisschen der Favorit ist. Klar ist aber auch, dass individuell gesehen Leverkusen natürlich ein gutes Stück besser ist. Mit Patrick Schick haben sie einen unfassbar guten Torjäger. Dementsprechend glaube ich schon, dass Leverkusen das Ding hier vielleicht am Ende für sich entscheiden wird. Mein Tipp ist auf jeden Fall ein 2:1 für Bayer Leverkusen. Das zweite Spiel am Samstag ist dann Greuther Fürth gegen VfB Stuttgart. Absoluter Abstiegskampf. Werfen wir einen Blick auf die Tabelle, sehen wir 18. gegen 16. Klar ist, es sieht nicht gut aus für die Fürther, aber auch die Stuttgarter haben eine schwierige Saison, obwohl man sagen muss, punktetechnisch ist das gar nicht mal so schlecht. Das sind relativ viele Punkte für den 16. Dennoch für beide Mannschaften natürlich ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Und dementsprechend küre ich dieses Spiel zu meinem Geheimtipp für diesen Spieltag. Ein Spiel, was man sich auf jeden Fall angucken kann. Für beide Mannschaften geht es, wie gesagt, um extrem viel. Aber beide Mannschaften können durchaus auch Fußball spielen. Das sind nicht die typischen Abstiegskämpfer, die man so kennt. Das sind Mannschaften, die wollen Fußball spielen. Dementsprechend wird das ein Spiel, was auf jeden Fall sehr geil zum Angucken wird. Kommen wir dann jetzt aber mal zu meinem Tipp. Für mich sind die Stuttgarter hier einfach Favorit, wenn man die Hinrunde der Fürther gesehen hat. Man muss halt einfach sagen, es wurde nicht mehr wirklich was getan. Die Mannschaft ist nicht so viel besser geworden. Dementsprechend, ja, ganz klare Sache hier, dass die Stuttgarter hier schon der Favorit sind. Dementsprechend tippe ich hier auch ein 2:1 für Stuttgart. Das nächste Spiel ist dann RB Leipzig gegen Mainz 05. Wenn man mir da vor der Saison gesagt hätte, dass Mainz 05 vor RB Leipzig in der Tabelle ist, das hätte ich nicht geglaubt. Gut, es sind im Endeffekt nur 2 Punkte, also dementsprechend es ist eng und somit geht es ja auch um einiges für beide Mannschaften. Und die Hauptfrage, die sich hier in diesem Spiel stellt, ist, was hat Tedesco mit Leipzig gemacht? Sind sie jetzt über die Winterpause besser geworden? Haben sie den Tedesco-Fußball besser angenommen und kommen sie jetzt wieder in Fahrt? Oder bleibt es dieser Einheitsbrei, der es über lange Teile der Hinrunde war?
Und das ist halt wirklich schwer vorherzusagen. Klar ist, für Leipzig muss hier eigentlich ein Sieg her. Sie müssen die Aufholjagd starten in Richtung Champions League. Wiederum für die Mainzer. Sie haben eine gute Hinrunde gespielt, wollen natürlich aber weiter anknüpfen an diese Leistungen. Und sie sind einfach ein positiv ekelhafter Gegner, der Leipzig hier wirklich ärgern kann. Dementsprechend glaube ich auch tatsächlich, dass es ein enges Spiel wird. Mein Tipp hier am Ende, ein 1:1. Im nächsten Spiel trifft die TSG Hoffenheim auf den FC Augsburg. Und Augsburg hat für Schlagzeilen gesorgt in der Winterpause, jetzt auf dem Transfermarkt. Ricardo Pepi wurde verpflichtet. Ein Transfer, den so, glaube ich, keiner hat kommen sehen, dass der zu Augsburg geht. Und die Augsburger sind auch noch an Kevin Vogt dran. Also die wollen nochmal richtig nachlegen hier im Abstiegskampf. War ja für sie jetzt auch keine überragende Rückrunde. Nur Platz 15, das ist natürlich für einen Verein, der schon Ambitionen hat, würde ich sagen. Für die Zukunft ein bisschen zu wenig. Aber klar ist auch, die Augsburger sind keine Mannschaft, die um Europa mitspielen wird. Das war vor der Saison klar. Und deswegen denke ich schon, dass es noch eine Steigerung geben muss. Aber ganz unzufrieden muss man, glaube ich, auch nicht sein. Die Hoffenheimer wiederum können sehr, sehr zufrieden sein. Platz 5 nach der Hinrunde. Punktgleich mit dem 4. Also da ist wirklich noch vieles, vieles möglich für die Hoffenheimer. Spielen einen wunderschönen Fußball. Und ja, man muss sagen, Champions League könnte dieses Jahr wirklich drin sein. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass Ricardo Pepi bei den Augsburgern schon starten kann. Dementsprechend sehe ich da jetzt keine ganz große Entwicklung in der Mannschaft. Klar, ich denke schon, dass sie ein bisschen stärker geworden sind, aber eben vielleicht noch nicht jetzt direkt, sondern erst in den nächsten Spielen. Dementsprechend ist das Spiel hier mein Lock der Woche. Ich sage, Hoffenheim gewinnt mit 2:0 und denke, dass das Spiel ist, wo ich am wenigsten Risiko eingehe mit diesem Tipp. Nächstes Spiel dann SC Freiburg gegen Arminia Bielefeld. Was haben die Freiburger da für eine Hinrunde hingelegt? Platz 3, das beste tabellarische Ergebnis, was die Freiburger jemals hingelegt haben in einer Hinrunde in der Bundesliga. Wiederum, Arminia Bielefeld, muss man ganz ehrlich sagen, ja, wie zu erwarten war ein schweres Jahr hier in der Bundesliga. Nur Platz 17, aber auch 16 Punkte auf Platz 17 ist auf gar keinen Fall schlecht. Also, darauf kann man auf jeden Fall trotzdem aufbauen. Wenn man jetzt sich so die tabellarische Position ansieht, denkt man so, ja, ein klares Ding für die Freiburger. Andererseits muss man aber sagen, dass Arminia Bielefeld gegen keinen anderen Bundesligisten, der aktuell in der Bundesliga spielt, eine so gute Bilanz hat wie gegen den SC Freiburg. Andersrum, die Freiburger haben gegen keine Mannschaft bis auf Bayern und Dortmund so eine schlechte Bilanz. Also, das ist ein Spiel, wo man wirklich sagen kann, da könnte auch eine Überraschung sein. Klar ist aber auch, die Freiburger kommen hier mit Rückenwind rein, haben das letzte Spiel vor der Winterpause mit 2:1 gewonnen gegen Bayer Leverkusen, also quasi einen direkten Konkurrenten um die Champions League. Dass ich das mal über Freiburg sage, das hätte ich auch nicht gedacht, aber es ist halt nun mal so. Dementsprechend, Freiburg, man muss sagen, kadertechnisch sind die natürlich besser und wenn sie jetzt fit aus einer Winterpause rauskommen, dann ist eine Mannschaft von Christian Streich unfassbar schwer zu bespielen. Dementsprechend denke ich, dass sie das Ding hier für sich entscheiden. Und mein Tipp ist hier am Ende ein 2:1 für den SC Freiburg. Und jetzt kommen wir hier zum Topspiel am 18. Spieltag. Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund. Und die Frankfurter kommen hier mit einem unglaublichen Rückenwind rein. 6 der letzten 7 Spiele in der Bundesliga haben sie gewonnen. Also, wenn das mal keine breite Brust hervorruft, dann weiß ich auch nicht. Wiederum die Dortmunder, muss man sagen. Sie stehen zwar gut da in der Tabelle mit Platz 2, andererseits muss man halt auch sagen, immer wieder Punkte gerade zum Ende der Hinrunde liegen gelassen gegen Mannschaften, wo man sagt, da sollte man keine Punkte liegen lassen. Andererseits sind sie jetzt natürlich ausgeruht, haben glaube ich aber auch ein paar Corona-Ausfälle, da muss man mal gucken, wie viele das noch werden bis zum Spieltag. Aber alles in allem denke ich trotzdem, sie sind hier natürlich vom Kader her schon der Favorit. Meiner Meinung nach ist aber der Fußball, den die Frankfurter aktuell spielen, genau das, was Dortmund nicht mag. Dieses aggressive Pressing, immer wieder auch ärgern und dann schnell nach vorne spielen. Das ist meiner Meinung nach das, was Dortmund einfach nicht gut ab kann. Und gerade wenn es da noch Ausfälle geben sollte, gerade in der Verteidigung, denke ich, könnte es wirklich, wirklich schwer für die Dortmunder werden. Und dementsprechend glaube ich tatsächlich, dass wir hier ein torreiches Spiel sehen werden. Ich denke, Erling Haaland wird auch wieder gut drauf sein. Dementsprechend mein Tipp für dieses Spiel hier. 1:2. Und jetzt kommen wir zum ersten Sonntagsspiel. Hertha BSC gegen den ersten FC Köln. Ich denke, in Köln kann man absolut zufrieden sein mit der Hinrunde. Platz 8 hier nach 17 Spieltagen, 25 Punkte, guten Fußball. Also, ich denke, als Köln-Fan kann man da sehr, sehr zufrieden sein. Baumgart da auf jeden Fall der Heilsbringer. Die Herthaner wiederum, muss man sagen, sie sind gar nicht so weit dahinter. Sind ja nur 4 Punkte weniger. Aber klar ist, Platz 11 nach der Hinrunde ist für Hertha natürlich schon zu wenig. Gerade mit den Ansprüchen. Das läuft jetzt aber unter Taifun Korkut schon ein gutes Stück besser. Also vielleicht kann man da in der Rückrunde noch ein bisschen was nach oben verbessern. Faktisch spricht hier aber trotzdem eigentlich alles für die Kölner. Seit 4 Bundesligaspielen sind die ungeschlagen gegen die Herthaner. 2 Siege, 2 Remis.
Also das ist schon eine richtige Hausnummer. Und dazu kommt auch noch, dass die Kölner generell in der Hinrunde nur 4 Spiele verloren haben. Weniger Spiele haben nur die Bayern verloren. Also das ist schon richtig, richtig stark. Dementsprechend, ja, die Kölner, die sehen wirklich heiß aus. Aber Hertha unter Korkut sah auch echt nicht schlecht aus. Also das darfst du auf keinen Fall unterschätzen. Und ich glaube schon, dass der vielleicht auch noch seinen Fußball noch ein bisschen besser implementieren konnte jetzt in der Winterpause. Dementsprechend tippe ich hier am Ende ein 1:1. Und das letzte Spiel des Spieltags, VfL gegen VfL. Bochum gegen Wolfsburg. Und dass die in derselben Tabellenregion zu finden sind, das hätte mir vor der Saison tatsächlich jemand erzählen können. Denn man muss sagen, ich habe das vor der Saison tatsächlich getippt, dass die Wolfsburger Probleme kriegen werden. Man muss sagen, unter Florian Kohfeldt läuft es nicht besser. Die letzten 5 Spiele, alle verloren. Nur 20 Punkte nach 17 Spielen. Und das ist natürlich bei den Transfers, die man im Sommer getätigt hat und bei dem Kader, den man generell hat, deutlich, deutlich zu wenig. Bochum wiederum, ich denke, damit kann man sehr, sehr zufrieden sein nach 12 Spieltagen. Nach 17 Spieltagen hier auf Platz 12 zu stehen, 20 Punkte zu haben. Das ist, mehr will man doch gar nicht als Aufsteiger, das sieht doch gut aus. Aber klar, Wolfsburg ist schon kein ganz einfacher Gegner. Ich finde, diese Partie ist wirklich super schwer zu tippen, weil die Bochumer, die sind natürlich gut drauf. Aber klar ist auch, wenn Wolfsburg ihr Leistungsmaximum erreicht, dann ist die eine ganz andere Liga. Frage ist halt nur, hat Kohfeldt das jetzt in der Winterpause aus den Jungs rausgekitzelt? Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass sie zumindest ein bisschen besser aufspielen können mit freien Köpfen. Das ist ja auch immer so eine Sache. Dementsprechend, ich tippe hier ein 2:0 für Wolfsburg, würde mich jetzt aber auch nicht komplett wundern, wenn am Ende hier der VfL Bochum irgendwie tatsächlich den Sieg holt. Und das war es hier dann tatsächlich auch schon wieder mit meiner Bundesliga-Vorschau zum 18. Spieltag. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Schreibt mir auf jeden Fall super gerne eure Prognose zu den einzelnen Spielen in die Kommentare. Sagt mir auch gerne dazu, was euer Lock der Woche wäre oder euer Geheimtipp, das Spiel, was man auf jeden Fall nicht verpassen sollte vom Fernsehen dieses Wochenende. Ich denke auch, Dortmund kann man da auf jeden Fall nennen. Das dürfte auch ein sehr, sehr geiles Spiel werden. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was eure Meinung dazu ist. Jetzt würde ich aber sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch gerne noch ein Like auf das Video da. Und wenn euch der Kanal gefällt, dann auch gerne ein Abo für den Kanal. Denn dann sehen wir uns aber das nächste Mal hier wieder in der Fußballzentrale. I'm